Und hallo, hier ist wieder der Plane Braune. Heute mit einer neuen Let's Play Folge. Heute mit dem Renault R5, 1980er Renault 5 Turbo 2. Ein paar technische Daten und Fakten. Wir haben einen 1,4 Liter Turbomotor mit sage und schreibe 160 PS. In 6,9 Sekunden schafft er den Sprint von 0 auf 100. Seine Topspeed lag damals bei 205 km/h. Und ja, wir haben ein 5-Gang-Schaltgetriebe und 5-Gang-Schaltgetriebe und Heckantrieb. Wo eigentlich der Motor befinden würde, schauen wir uns hier an. Wir sind ja hier im Forza Vista-Modus. Schauen wir uns hier mal den Motor an. Ja, wenn wir ihn angucken können. So, unter der Haube geguckt. Nochmal unter der Haube geguckt. Oh, geht das wirklich? Und das ist das Prachtexemplar der 1,4 Liter Turbomotor mit 160 PS. Leistungsstark die meisten und wie es Renault 5 Turbo 2. Es gab auch ein Turbo 1, die sind aus Aluminium. Das ist hier ein normaler Turbo. Turbo 2, nach meiner Meinung, muss es ein Turbo 2 sein. Warte. Und ist das auch jetzt ein Turbo 1? So. Jetzt mal gucken, bevor der Planebron irgendwelchen Quatsch erzählt, dass es hier sich um einen Turbo 2 handelt und ein Turbo 1 handelt und nicht um einen Turbo 2. Ja, wenn ich hier so. Nee, das ist ein Turbo. Ein Turbo ist es, kein Turbo, ein Turbo 1 aus Aluminium. Das heißt quasi, er ist etwas leichter sogar und ein bisschen sportlicher. Unterschied zum normalen R5 sind die dicken Backen, die Rücklichter, der Motor statt vorne hinten. Der Innenraum ist auch anders. Wir steigen uns rein. Den Innenraum finde ich sehr cool. Den gab es auch in der anderen Farbe, in so ein Blau-Rot. Und das sieht richtig geil aus. Also, das müsst ihr wirklich ansehen. Und vorne haben wir auch was. Wir haben vorne das Ersatzrad und den Kühler. So, jetzt habe ich eine Fakten zu dem Wagen erzählt. Wieso gibt es den Renault 5 Turbo? Wieso, aus welchem Grund auch immer? Tja, erster Grund, Rallye-WM, Group B. Man hat, das ist quasi das, sorry, wenn ihr jetzt was von meinem Handy gehört habt. Also, es war sozusagen ein Homologationsmodell für die Gruppe B-Fahrzeuge, war der Wagen. Und Renault hat davon von diesem Wagen lass mal schauen. Insgesamt zusammen mit Turbo 1 und Turbo 2 4870 Fahrzeuge gebaut. Quasi für die Homologation. Und das war die Bedingung ja der FIA, also der Federation International Automobile, die FIA kurz, als Homologationsmodell für den Rallye-Motorsport. Was haben wir ein paar? Wir haben einen 4-Zylinder-Turbomotor, habe ich ja euch gesehen, mit 1,4 Liter Hubraum und 160 PS. Er hat 210 Newtonmeter. Der Turboladedruck beträgt 0,85 bar. Baut er denn auf? Aber also die Verdichtung haben sie reduziert. Statt 8,6 zu 1 auf 7 zu 1. Dann haben sie den Mittelmotor, den Motor, statt nach vorne nach hinten gesetzt. Also ist eigentlich ein Mittelmotor, Sportwagen mit Heckantrieb. Und gegen den anderen Varianten, R5 Turbo, die alle nur Frontantrieb hatten, vier Türen und vier Sitze, hat der hier nur zwei Sitze, zwei Türen und mehr nicht. Und eigentlich nicht nutzbaren Kofferraum. Ja. Wir haben eine KZ-Stronik, eine Einspritzanlage. K steht für kontinuierlich, ist von Bosch. Und Renault setzt hier auf einen 5-Gang, ist ja ein 5-Gang-Getriebe vom Modell 30 TX. Und da gab es eine lustige Wartungsangabe, also hier habe ich Wartungsfahrer, dass wie das Motoröl aus das Getriebeöl standardmäßig bei jeweils 7500 Kilometern Fahrleistung zu wechseln ist. Also man hat nicht nur wie die Motorenöle auch das Getriebeöl mitgewechselt nach 7500 Kilometern. Das ist schon, ja.
Dann gab es noch ein paar Sachen und wir haben noch trotzdem an der Hinterachse Torsionsfedern. Also, wie könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Feder, also ist ein Stab, der zur anderen Achse und zum anderen, also Rad geht, also Aufhängung. Also ein ganz großer Stab ist so eine Verbundslenkerachse, aber ohne Spiralfedern, die man heute kennt. Und dadurch ist es wie eine Feder und das ist, und kann sich anpassen. Es hat auch Vor- und Nachteile. Man braucht, ist eine einfache Konstruktion, ist aber schon einiges. Wurde schon gemacht. Und wir haben richtige fette Galuschis aber drauf, aber das will ich aber auch jetzt noch nicht sagen. Aber ich kann schon mal sagen, die Reifengröße. Vorne haben wir. Wir haben vorne 190er 55 VR 340 und hinten 220er 55 VR 365. Und ja, das ist schon. Erkennmerkmal dieses Fahrzeugs ist ja die dicken Backen. Wurde auch dicken Backen Turbo genannt. Ja, und das Leergewicht liegt bei 980 Kilo, aber es könnte sogar weniger sein, aber es ist schon. Da konnte zu der Zeit sogar Porsche jagen, zu seiner Zeit. Also 911er Porsche Modell, Porsche-Fahrer, die hatten Angst vor dem Wagen, weil das Ding ging so schnell ab. Und wer. Und gibt mal, guck mal auf RTL 2, da gibt es eine Folge von Grip, da hat einer mit so einem R5 Turbo, dem Matthias Malmedy, richtig abgezogen. Bei der Achtelmeile und bei der schnellen Runde. Gut, er hat ein paar Fehler gemacht, aber trotzdem, er war so schnell. Da hat den Porsche 924 Carrera platt gemacht, dieser kleine 5 hier. Also, Respekt. So, aber wieso 205 km/h nur schnell? Es liegt erstmal am Design. Also an der Karosserieform, hier ist er kantig ziemlich und das liegt eher an der Fahrzeugform, eher, dass er nur die 205 erreicht hat. Aber trotzdem damals das schnellste Modell in der Kompaktklasse, neben dem Golf GTI, der nur 110 PS hatte und 182 schnell war. Und diese Geschwindigkeiten, was der Turbo erreicht, der R5 Turbo, hatte zumindest einem Porsche 924 erreichen können. Mit nur 125 PS, also 205 Sachen. Der Renault 5 Turbo 1 und oder 2 wurde von 1980 bis 82 produziert. Danach folgte ihm der Renault Turbo 2, der bis Ende 85 gebaut worden ist. Im Motorsport gibt es ja die Gruppe B und der Wagen hat schon einiges und hat den Spitznamen Backen Turbo. Es gibt auch zulässige Straßenversionen und die Rallye-Version ist der Renault 5 Maxi, Renault Maxi 5 Turbo, also noch stärker. Der hat sogar, glaube ich, nur noch über 400 oder 500 PS je nach Low Dings und der hat richtig, richtig Dampf. Sogar Audi. War schon verwundert, wie schnell die auf Asphalt waren. Auf Asphalt-Rallyes war der Wagen ein King gewesen. Der hat dreimal die Monte Carlo gewonnen. Also, das finde ich schon eine hohe Leistung, dass er schon dreimal die Monte Carlo gewonnen hat gegen die ganzen Gruppe B-Fahrzeuge. Klein, wendig, schnell. Und noch ein Side-Fact hinzu: Wer hat ihn nur gefahren? Ja, Ranch. Gian Racinotti, ein Rallye-Fahrer, geboren 1900, am 29. August 1995, nicht 95, 45, 1945, ich korrigiere. Ach jemine, also für das Auto nehme ich mir heute mal Zeit. Und jetzt, ich schwätze euch hier zu Tode, also, ja. Mit dem hat er die Siege auch gefahren, das war auch legendär. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und. Hören wir uns erstmal den Motor an. Ich sehe, oh meine Güte, ich habe euch hier voll gequatscht, wie. Ach, jetzt fast 10, 9 Minuten. Locker 10 Minuten. Das ist der Motor. Ach, das Ding hört sich aber. Der hört sich trotzdem böse an. Aber was machen wir? Ab auf meine Teststrecke. Halt.
So. Erstmal muss ich hier was kurz gucken. So. Und werden die Folgen etwas länger. Aber geschichtsträchtig heute mal, weil das ist geschichtsträchtigste. Geschichtsträchtige Folge, also X. Da brauchen wir mal ein bisschen Zeit für den Wagen mal und schmeißen den heute auf die Teststrecke. Heute habe ich mal ein bisschen mehr Zeit angenommen. Alles schon vorbereitend hätte ich schon gemacht, aber heute will ich mal die Zeit nutzen, dass ihr seht, wie lange das wirklich dauert. Also, der Wagen ist eine absolute Legende. Und wir schauen jetzt gleich, wie er sich fährt. Jetzt halte ich meine Klappe, jetzt gehen wir schnell. Vier Runden.
So. Kleines Fazit zum Fahrbarkeit von Kerbin. In Korben habt ihr Erfahrung. Wir sind es kam vielleicht schon einige Male schon hervor. Aber es kommt so weit am Abfang. Ihr habt ja die ganze Zeit den Container mit dem Motor gesehen. War egal, wie das war. Die ich geleckt habe. Also vom Fahren her geht es sehr zackig in die Kurve, geht schon direkt, aber ab das Heck kommt ganz leicht, aber es beruhigt sich. In manchen Situationen muss ich wirklich ab und zu unterschreiben, da wirklich kaum Leistung kam. Drehzahlbereich. Und wie gesagt, es ist ja ein klassischer alter Turbo-Fahrzeug hier. In unteren Drehzahlbereich hat man gar keine Leistung. Dann so erstmal 4,5, dann kommt es nur Leistung, dann knallt er richtig rein und dann kriegt er seine Leistung. Ja, wir haben auch ein bisschen gemerkt, dass bei 169 die Beschleunigung etwas zäh wird, bei 190 und 198 ist ja, wie gesagt, von der Karosserieform her geschuldet. Sonst würde er deutlich schneller gehen. Er hat ordentlich Grip auf der Achse, auf der Bremse auch. Der ist ziemlich giftig, hat also... Also im unteren Drehzahlbereich ist er sehr stark unterwegs. Eng vor, also er fährt sich sehr gut. Er fährt sich fast wie Go-Kart. Go-Kart-Feeling hat man schon bei einem Renault. Und Karsan hat mich nicht gefahren, jetzt kommt wieder 6 Heck kommt, also er ist von Fahren nicht gut, aber für seine Zeit ist er von Fahren. Aber man muss, es ist schon manchmal, wenn man den richtig jetzt so am Mittel bewegt, dann teilweise drin kommt der Partie über am Mittel. Aber kritisch an, also er ist nicht. Also man muss schon Händchen haben, wenn man entfernen muss, aber es ist schon gut. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Zauber haben. Jetzt mal ein bisschen abgeschlossen. Was haben wir für eine Rundenzahl? Wir haben eine 2 Minuten 152,19. Also das hätte ich jetzt, da war jetzt recht flott unterwegs. Also ich konnte kaum, ich habe wenig Probleme. Also fuhr sich richtig rund. Also er hat Grip, fuhr sich wie ein Go-Kart. In manchen Situationen ist er weich. Also ich hatte über die Vorderachse gerutscht. Da waren bestimmte Situationen, ja, wieso rutscht er jetzt gerade so von Vorderachse? Also leichtes Untersteuern, aber er hat Übersteuern. Tendenz mehr Übersteuern, das habe ich in einigen Situationen gemerkt. So, noch ein paar Side-Facts zu dem Wagen noch, bevor wir zum nächsten Rennen gehen, wo ich jetzt zum nächsten Rennen fahre. Alpine hatte den entwickelt, also Renault, Alpine, also die Alpine-Abteilung hatte den Wagen hier entwickelt. Kann ich ja noch mal schnell mal gucken. Das war die ein hat die gute Alpine-Abteilung entwickelt und das ist sozusagen schon einiges, was sie gemacht haben, aber ich gucke jetzt mal was mit alle Informationen, ich habe hier auf Wikipedia, ja. Das war die Renault Alpine, also Marke, also Alpine hatte den Wagen entwickelt, den R5 Turbo. Das war so seinerzeit die Sportmarke für die Modelle. Und das kann jetzt wieder seit Alpine war zur Zeit auch eine einfache Marke, die hat auch Renault-Modelle mit Schutz, also haben auch Motorsportbetrieb mit Renault-Modell. Ab in den späten
immer später, in den 90ern, gab es immer noch die Marke Alpine, bis die Marke Alpine zu Rennsport gewandelt worden ist. Und dann ab Ende 90er, Anfang 2000, kam dann schon ganz später Renault, also der Renault Clio im Anfang 90er, bis Ende 90er, der erste Anfang bis Mitte 90er kam der Renault Clio. Williams, das Sportmodell von Williams entwickelt. Und war ich jetzt mit dem Aktor? Fahre ich richtig oder was fahren? Und die haben den Williams nicht entwickelt. Also es war die Motorsport Williams, die den Clio Williams entwickelt hat. Dann kam die zweite Generation Renault Clio. Dann gab es wurde der Clio 2 war der erste, der den Namen RS, also der Namen geändert, Firmennamen geändert, Alpine Tochter, also von Alpine, hat sich sofort umbenannt zu Renault Sport und wurde später zur Renault Sport Abteilung, also die bei BMW, die M GmbH. Dann wurden sehr viele Renaults gebaut unter Renault Sport, heißt quasi die Autos sind komplette Eigenentwicklungen, heißt also, wenn man ein Clio GT oder Megane GT oder Megane RS oder Renault Clio RS oder Twingo GT oder Twingo RS gekauft hat, darunter fiel sogar auch Latina GT, dann waren die von Renault Sport entwickelt, das heißt quasi, bei den GT-Modellen hat man öfters mal einen Motor genommen, den man hatte. Beim Clio GT war das der Clio RS. Beim Laguna war es ehrlich gesagt Top-Motorisierung. Beim Megane war es auch das hier nur die stärkste Top-Motorisierung als Diesel und Benziner. Also die GT-Modelle gab es als Diesel und Benziner und die reinen RS-Modelle, nur Megane und Clio, gab es und Twingo nur als Benziner. Und ja. Mehr aber auch nicht. Wurden sportlicher abgestimmt, haben ein paar Änderungen am Fahrwerk sogar für bekommen. Haben auch einen analogen Tacho. Besonders manchmal beim Megane gewesen. Dritte Generation, analogen Tacho. So, und jetzt ab 2019, 20, also ich glaube irgendwie, da haben sie dann später doch, gab es die Entscheidung, dass man doch den Alpine A110 wieder rausbringen will. Und dadurch der Wagen auch wieder an Bekanntheit, Renault war auch bekannt dafür, jetzt war wieder mein Handy an Meckern. Man hatte dann bei der Entwicklung des Wagens auch mit Lotus, Renault wollte die Tochterfirma Alpine verkaufen. Die haben einen Teil an Lotus verkauft. Verkauft und dann hat es doch nicht geklappt. Da war eine Entwicklung mit Elf Alpine oder Keller, manchmal war es, ich bin jetzt nicht sicher. Wurde dann später abgebrochen. Dann ging der Anteil von Lotus und der Keller, ich weiß jetzt nicht von beiden, welchen beiden herrschen, was weiß, wieder zurück, die Anteile zurück. Also, Renault wieder Alpine und dann. Aber die hatten einen Teil der Fahrzeug, was sie entwickelt haben. Da haben wir jetzt machen wir da noch den Alpine A110. Und dadurch ist der Alpine A110 entstanden, die Marke Alpine zur eigenen Marke. So viel dazu. Es wird zurzeit auch aktuell gefunkelt. Das weiß ich auch jetzt nicht genau sicher. Dass plötzlich. Es wird gefunkelt, dass es wie bei Seat. Sowas kommen würde, dass die Marke Cupra, also eingetragen Cupra bei Seat, die Sportmodelle bei Seat, und jetzt ist die Marke Cupra seit einiger Zeit eine eigene Automarke in den Sportmodellen. Und das soll wahrlich auch bei Renault sein, dass der Name RS nicht mehr gibt, Renault Megane RS, sondern Renault Megane Alpine. Also der den Namen Alpine dazu setzt, das ist der beste Name. Lass uns mal überraschen,
das wird ein bisschen verdauern. Alles ist nicht sicher. Was ist denn noch sicher? Ich glaube, die Bank. Ist der Wagen ist Retro-Rally? Also in der Klasse hätte ich den. Ich frage mich, was Retro-Rally ist. Ja, ich weiß nicht, also bei der Kategorie Retro-Rally hört man schon über meine Katze. Ich weiß nicht, welche Kategorie die sich wirklich anschaut. Ja, ja, Classic Rally oder. Nee. Das wird eher passen, aber ich wäre die Group B Street, also Gruppe Straßenklasse. Also Group B hätte ich die Rallye-Klasse einfach genannt. Das ist die bekannteste Serienfahrzeug in Gruppe B. In einer Klasse wie AMG-Klasse, den wir haben, das wäre hier. Und der Opel Manta, den wir auch im Spiel haben, auch zusammen. Aber Retro Rallye, das ist so ein bisschen. Aber man merkt ein bisschen, mir fehlt auch bei Hürden Leisten, sondern es liegt an der Art. Hier, die Straße ist heute nass und schwierig. Den schweren Bedingungen lässt er sich noch nicht fahren. Jetzt schauen wir uns den Klima an. Ich glaube, wir werden uns nicht gewinnen. Aber wir werden uns in der Rallye fahren. Als letztes. Ich bin am überlegt, dass ich sogar heute Abend ein Livestream habe. Ich bin noch am überlegen. Aber man kann ja sich überraschen. So, Wasserdurchfahrt. Ja, der Land ist länger, ganz schneller, war Allrad. Ja, aber wir haben da mal anziehen. Ja, bei Rundflüssigkeit fehlt langsam nicht die Power, sondern er ist quasi hier fast der ARM. Ja, stark gemacht. Jetzt gemein aus der. Wegen seiner Kastenform, den er benutzt. Bei Rundflüssigkeit muss man ein bisschen aufpassen, sehr kurzer Radstopp. Mal hier, wenn ihr jetzt rechts beim Autofremd sieht, da steht Renault-Turbo, die war gerade limitierte Aufgabe. Ich glaube, die Turbo 1 Sport ist sogar So, jetzt schauen wir mal, wir kommen hier 200, 206, leicht bergab, aber wir sind schon auf Top-Speed, der Wagen kann nicht mehr. Mit ihm ist da schon Limit. Von der Nasenkerl, da kann er nicht schneller. Ja, ist ja genauso, kann ich ja wieder Lancia Delta in der Trage machen, aber bei Römer ist nicht tatsächlich einfach die. Er ist von der Art nach nicht optimal. Man fährt sich nicht mit der Welt schnell. Er ist so ein Auto, der war keine langen Graben, er ist dafür vor, also schnelle Autobahnfahrt angewendet. Dann kann ich hier ein bisschen ganz weit abdrehen. Oder das ist ausgemerkt, ab 190, 180, 190 passiert langsam nicht viel. Ab jetzt geht's wieder und bergauf. So, jetzt kommt es langsam, dass er hier langsam an die Linie dazu wachsen, nicht mehr so spürbar wird. Also in den Kopf, nein, kann ich nicht sagen. Ich muss jetzt sagen, aber hier
das, da kann er noch hinfallen bis 170, weil da kann er hier dann nochmal zum Ranschen, weil die noch alles ausnutzen. Aber den langen Graben jetzt, da war oh, die hat gefehlt. Sag mal, der Delta ist hier auf dem Graben der King, aber dann nicht hier eigentlich der King. Also die Bremsen hätten auch für mich einen Ticken stärker sein. Ich bremse zu vorsichtig. So, beim Herausbeschleunigen bin ich wieder der König aller Fahrzeug hier. Da dauert es. Das merkt man jetzt gerade hier bei dem, das Baum kann noch mithalten. Der lässt sich umgehen. Ja, jetzt kommt wieder ein Geschwindigkeitsbereich und mal nachmachen. Ja, da. Warum kann ich wieder zum Vorhang? Also in einer Kreuzfahrt. Hier kann ich wieder Vollgas. So. Und wir fahren jetzt gleich noch ein Rallye. Zum Beispiel in der Folge. Ich habe den ja heute Morgen mal ganz anders mal. Da ist der Motor versetzt. Dann. Also, das Schnellste war ich jetzt nicht. Mein Ziel war immer, die Folgen immer um die 30 Minuten zu halten, aber jetzt habe ich so ein Ziel, wenn ich ordentlich Informationen vom Wagen habe, schalte ich mal die 40 Minuten, 45 Minuten, weil sollte meine Folgen mal maximal gehen heute. So, schauen wir uns mal an heute, dass ihr richtig Action habt. Das ist also es muss jetzt hier was sagen, also der Teil Derwent Waterfall, das ähnelt sehr stark einer Rallye, an einer das ist wirklich wie eine Rallye, also der Derwent Waterfall, das ist so Rallye-Art, du fühlst wie in einer harten Rallye, die du schnell absolvieren kannst, also wie eine richtige Rallye-Etappe, das kommt einer Rallye verdammt, ne? Derwent Waterfall. Ja. Ja, das habe ich nicht. Warte. Ja, genau. Eigentlich die Gürtel. Retro Rally. Offen. So. So, das ist schon eine Folge. Das sollte mal die Folge deutlich länger dauert, als sonst bin ich mal platt. Bei so einem Wagen muss man die Ausnahmen machen. Und im Winter fahren wir die. Ach ja, das habe ich mal gesagt. Ah, das kommt mir nicht. Da ist noch mehr Rennen. Und man merkt, hat sofort Krippenrennkarte. Also, zu aller Antrieb-technisch hat er quasi Carport hat schon gefunden, hat an der Hinterachse deutlich mehr Krippenspiel. Aber im Grenzbereich macht man die Allerfahrt. Das Fahrwerk war für die komplett fest. Etwas zu weich hätte auch härter sein. Ist aber soll ja nicht klar sein. Das ist schon hier. Ja. Das Fahrwerk jetzt für die schnell hier schneller. Da ist da ein bisschen zu hart. Also, ein bisschen weicher gehen, weil ich habe jetzt gerade das Untersteuern, was ich da ab und zu mal gehabt habe. Ganz selten gehabt. Das. Aber am 18 auch so dezent, aber er reagiert später. Also
verstand ja nicht mehr, dass er gegen die anderen mal hatte. Trotzdem fährt sich hier am Motor noch extrem gut. Dann habe ich den auch als Anordnung auf dem Spiel gebaut und das habe ich jetzt mal, weil er sich nicht mehr mit diesem Anordnung gebaut. Dann hat er sich dann noch leichter. Er hat doch eigentlich irgendwie seine Fahrleitung einiges verbessert. Engkorn beweist er seine Flotte. Dass er da Ecke dieseln kann. Jetzt sehen wir, wieso er bei Grund B trotzdem einfach extrem schnell ist. Kann hier richtig hochdieseln. Merkt ihr, es kann ihn richtig flott in die Kurve tun. Und jetzt hier am Asphalt, wieder hier weg, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, so ebenwürdig im Wagen hatte man erstmal. Alter Platz, das ist schon mal was. Dann verabschiede ich mich schon mal. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns heute wahrscheinlich am Abend, wenn ich es wirklich mache, in einem Livestream mit dem Prosoton. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir gehen Let's Play wieder.